Philipp Reis, das Telefon. Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik. Hallo, liebe Interessierte und Freunde. Ich will in diesen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden. Sie sind aber wichtig für unser Selbstwertgefühl. Ich stelle mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die alphabetische Übersicht. Eine ausführliche Einleitung mit einer Begründung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel zeigt die Biografie von Philipp Reis und die Erfindung des Telefons. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Johann Philipp Reis. Zunächst zur Biografie. Johann Philipp Reis wurde am 7. Januar 1834 in Gelnhausen bei Frankfurt geboren und starb am 14. Januar 1874 in Friedrichsdorf im Taunus mit nur 40 Jahren an den Folgen einer früheren Tuberkuloseerkrankung. Philipp Reis war ein begabter deutscher Erfinder und Lehrer. Er entwickelte den ersten funktionsfähigen Apparat zur Übertragung von Tönen sowie das Kontaktmikrofon und nannte das Gerät 1861 Telefon. Sein früher Tod verhinderte weitere von ihm geplante Verbesserungen. Diese erfanden andere Ingenieure, die auf seinem Gerät aufbauten. Johann Philipp Reis war ein Sohn des Gelnhausener Bäckermeisters Karl Sigismund Reis, der bereits 1843 verstarb, als der Junge 9 Jahre alt war, und seiner Frau Marie Katharine, geborene Glöckler. Die Mutter verstarb bereits ein Jahr nach Philipps Geburt. Hier im Bild das Geburtshaus. Wegen des frühen Todes der Eltern wurde der namensgebende Patenonkel Philipp Bremer 1808 bis 1863 sein Vormund. Der Junge wurde bei seiner Großmutter Susanne Maria Fischer in Gelnhausen erzogen. Philipp Reis ging nach der Gelnhäuser Bürgerschule ab 1845 in Friedrichsdorf bei Frankfurt an das Institut Garnier, eine weiterführende Knabenschule, hier im Bild. Hier zeigte Philipp eine Vorliebe für Fremdsprachen. Das Institut Garnier ist der Vorläufer der heutigen Philipp Reis Schule, einer großen kooperativen Gesamtschule am gleichen Ort. Anschließend besuchte Philipp Reis die Hasselsche Realschule in Frankfurt am Main. 1850 begann Philipp Reis auf Wunsch des Vormundes, nicht auf seinen eigenen Wunsch, eine kaufmännische Lehre im Farbwarenhandel in Frankfurt, worin er aber dennoch durch seinen Fleiß auffiel. Begleitend besuchte er eine Handelsschule. Neben der Berufsausbildung betrieb er naturwissenschaftliche Studien an einer polytechnischen Vorschule und beim renommierten Physikalischen Verein in Frankfurt, der übrigens von Goethe mitgegründet worden war. Nach der Militärdienstzeit 1855 in Kassel unternahm er verschiedene Studienreisen und betrieb erneut naturwissenschaftliche Untersuchungen. 1858 heiratete Philipp Reis in Gelnhausen Margareta Schmidt 1836 bis 1895, mit der er zwei Kinder hatte. Sie kauften ein Wohnhaus in Friedrichsdorf, hier im Bild, in dem Reis zugleich seine Experimente betrieb. Eigentlich wollte Philipp Reis an der Universität Heidelberg studieren für eine Ausbildung zum Lehrer. Sein alter Direktor Louis Garnier umwarb ihn jedoch und Philipp Reis wurde 1858 in seiner alten Schule als Lehrer für Physik, Mathematik und Chemie eingestellt. Er beschäftigte sich neben der Lehrertätigkeit weiter mit Mechanik und Elektrotechnik. Philipp Reis entwickelte ein handgetriebenes Velociped als frühe Form eines Fahrrades und sogenannte Rollschlittschuhe, Vorläufer der späteren Inline-Skates, von denen es damals aber auch schon Modelle anderer Erfinder gab.
Sie waren damals in ganz Europa ein beliebtes gesellschaftliches Vergnügen, wie das Bild widerspiegelt. Philipp Reis hatte bereits 1852 erste Ideen, Sprache durch elektrischen Strom zu übertragen. Für seine Schüler baute er eine hölzerne Ohrmuschel als Modell. Mit diesem experimentierte er, um die elektrische Sprachübertragung über große Strecken zu ermöglichen. Bei seinen Studien von 1858 bis 1863 entwickelte Philipp Reis verschiedene Prototypen seines Übertragungsapparates. Er erfand dabei auch das Kontaktmikrofon als Vorläufer des späteren Kohlemikrofons. Nach anfänglichen großen Problemen gelang ihm ab 1860 der Durchbruch, mit Hilfe von physiologischen Studien des geachteten Universalgelehrten Hermann von Helmholtz, siehe Kapitel 27. Philipp Reis nannte 1861 seine Erfindung Telefon. Er führte ab 1861 seinen Apparat mehrfach öffentlich vor, hier ein Nachbau im Bild zu sehen, und er ließ ihn von einem Frankfurter Mechaniker in größeren Stückzahlen herstellen. Reis verkaufte den Apparat für 8 bis 12 Taler auch ins Ausland. Dadurch wurde er zwar in der Fachwelt bekannt, selber hatte Philipp Reis jedoch keinen wirtschaftlichen Nutzen davon. Die akademischen Meinungsbildner waren zunächst ablehnend gegenüber diesen autodidaktischen Basteleien. 1863 führte Reis sein Telefon in Frankfurt Kaiser Franz Joseph von Österreich vor und übermittelte dabei auch musikalische Töne. Sein letztes Modell besaß bereits eine elektromagnetische Anrufeinrichtung. Wir können nur spekulieren, welche Verbesserungen dieser geniale Kopf noch umgesetzt hätte, wenn ihm weitere Lebensjahre vergönnt gewesen wären. Weitere Entwicklungen waren geplant, Reis konnte sie aber nicht mehr vornehmen, da er nach einer früheren Tuberkulose wiederholt ans Bett gefesselt wurde und am 14. Januar 1874 im Alter von erst 40 Jahren in Friedrichsdorf an den Folgen dieser Krankheit starb. Philipp Reis wurde auf dem dortigen Friedhof beigesetzt, hier sein Grab. Johann Philipp Reis, nun zu seinem Werk und dessen Wirkung. Philipp Reis ersetzte das anfängliche Ohrmuschelmodell durch einen hölzernen Schalltrichter mit einer Membran und einem Platinstreifen. Die Membran ersetzte das menschliche Trommelfell, hier im Bild ein gesundes Trommelfell, und bestand aus Naturdarm, nämlich Wursthaut aus Schweinedünndarm. Der Platinstreifen ersetzte die Kette der Gehörknöchelchen. Ein Kontakt aus Platin berührt im Ruhezustand gerade noch einen anderen Federkontakt am Gehäuse. Durch beide wird Gleichstrom geleitet. Hier ist das Schaltschema seines Apparates. Wenn nun durch Schallwellen an der Membran ein Schallwechseldruck stattfindet, kommt diese in Schwingung. Hier eine Animation dazu im Bild. Dadurch vibrieren die Kontakte und der Stromfluss wird kürzer oder länger unterbrochen. Als Empfänger diente für Philipp Reis eine Kupferdrahtspule, die um eine Stricknadel gewickelt war, die sogenannte sprechende Stricknadel. Die vom Sender ausgestrahlten Stromimpulse fließen durch die Spule und erzeugen ein wechselndes Magnetfeld. Dieses bewegt die ferromagnetische Eisennadel durch Magnetostriktion im Takt der Impulse hin und her, was wieder in Schallwellen umgesetzt wird, die von der hölzernen Unterlage als Resonanzboden verstärkt und abgestrahlt werden. Zur Erläuterung hier ein Schema. Bei der Magnetostriktion erfährt ein ferromagnetischer Körper durch ein angelegtes magnetisches oder hier eben elektromagnetisches Feld eine elastische Längenänderung, weil die kristallähnlichen kleinen Elementarmagnete
sich nach dem Feld ausrichten. Hierbei kommt es zu einer minimalen Längenänderung und auch Dickenänderung des festen Körpers. Mehrere Exemplare von Reis Telefon kamen nach Russland, Großbritannien, Irland und in die USA. 1865 wurde ein Modell dem russischen Zaren vorgeführt. Moderne Untersuchungen zeigen, dass Sprache mit der Reis'schen Apparatur, hier im Bild zu sehen, halbwegs verständlich übertragen wird. Der erste Satz, der jemals telefonisch übermittelt wurde, war von Philipp Reis anscheinend bewusst sonderbar gewählt. 1861 sprach er unter Zeugen in seinem Wohnhaus in Friedrichsdorf: „Das Pferd frisst keinen Gurkensalat." Etwas entfernt wurden die Worte empfangen und verstanden. Besser als gesprochene Worte wird allerdings Musik wiedergegeben. Alexander Graham Bell, 1847 in Edinburgh geboren und 1922 in Bedeck in Kanada gestorben mit 75 Jahren, war ein schottischer Taubstummenlehrer und Erfinder. Er lernte 1862 ein frühes Modell des Reis'schen Telefonapparates kennen und arbeitete daran. Alexander Bell verbesserte das Gerät in langen Jahren weiter und baute wesentliche Neuerungen ein. Er versah das Mikrofon und den Lautsprecher mit elektromagnetischen Induktionsspulen. Hier im Schema ist eine solche Schwingspule zu sehen, die in das Feld eines umgebenden Magneten eintaucht und fest mit einer Membran verbunden ist. Wenn man nun ein elektrisches Signal durch die Spule leitet, gerät diese in Bewegung durch die Lorentzkraft, eine Wechselwirkung der Spule mit dem Magnetfeld. Hierdurch gerät die Membran in Schwingung und erzeugt Töne, die dem wechselnden Stromfluss entsprechen. Die zentrierende Spinne und die fixierende Sicke, das ist die Randbefestigung, stellen die Membran zurück. Ab 1877 erzielte Alexander Graham Bell weitere Fortschritte durch die Entwicklung des Kohlemikrofons, hier schematisch dargestellt, welches eine Weiterentwicklung von Reis' Kontaktmikrofon ist. Dabei werden durch Schallwellen Druckschwankungen auf die Graphitteilchen im Mikrofon ausgeübt und damit ihre Dichte und ihre Kontaktflächen verändert. Ein an sie angelegter Gleichstrom wird im Durchfluss moduliert und diese schwankenden elektrischen Signale werden weitergeleitet. Sehr wahrscheinlich benutzte Bell auch die Unterlagen des um seine Früchte betrogenen italienischen Erfinders Antonio Meucci, 1808 in Florenz geboren und 1889 in New York mit 81 Jahren gestorben. Allerdings steuerte Alexander Graham Bell auch mehrfach eigene Verbesserungen bei. Er war ein kreativer Geist auf vielen Gebieten. Ab 1882 wurde das Telefon praxistauglich und massentauglich und durch die Bell Telephone Company auch wirtschaftlich verwertet. Nach endlosen Patentstreitigkeiten mit vielen Erfindern, die Zeit war eben reif dafür, baute Alexander Graham Bell in Nordamerika ein flächendeckendes, monopolartiges Telefonnetz auf. In der folgenden, seltenen und von mir gekürzten Audiodatei hören wir eines der ersten Telefonate mit der Stimme von Alexander Graham Bell im Original. So ähnlich miserabel werden sich auch die Übertragungen von Reis angehört haben. Für die Menschen der damaligen Zeit war es aber ein Quantensprung. $3 is a half. $5 is a quarter. This record has been made by Alex.
Auch in Europa bildeten sich rasch Telefongesellschaften. Der von Philipp Reis in den Grundzügen entwickelte Fernsprecher überwand durch Verbesserungen anderer Ingenieure nach seinem Tod die anfänglichen Unzulänglichkeiten. Der Siegeszug der neuen, weltumspannenden Kommunikation brachte entfernte Menschen einander näher. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Die bunte Mischung aus Allgemeinwissen und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die, wie Philipp Reis, erfinderisch und kreativ waren und unser Leben bereichert haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Wenn Ihnen die Vorträge gefallen, dann klicken Sie gerne auf den Button Abonnement. Sie werden damit automatisch über Neuerscheinungen informiert.